Kommen wir nun zur These von Dieter Dehm. Er beschäftigt sich mit der Medienhetze gegen Dieter Hallervorden. Also wer es nicht mitbekommen hat, Dieter Dehm hat ein Gedicht geschrieben, Dieter Hallervorden hat es vorgetragen, das heißt Gaza, Gaza, schaut euch das gerne an. Ist ein gutes Gedicht, zeugt von einem wirklich tiefsitzenden Humanismus. Ihr müsst auch nicht alle Thesen teilen, ihr solltet es euch aber ansehen, damit ihr wisst, worum es geht. Also wenn ihr das dann getan habt, könnt ihr zurück zu der Reaktion hier kommen. Wir schauen uns jetzt nämlich an, was Dieter Dehm zu der Medienhetze gegen Dieter Hallervorden zu sagen hat, die, nachdem Hallervorden das Gedicht vorgetragen hat, auf ihn einprasselte. In Sachen Hallervorden gerade selbst ins Knie ficken. Und das ist eine harte Formulierung. Man hätte auch sagen können, in den Fuß schießen. Aber ich habe mich jetzt mal für die etwas drastischere Formulierung entschieden. Jetzt steht wieder eine Querfront. Die geht von Julian Reichelt, der wieder mitmachen darf, obwohl er bis jetzt wegen bestimmten Kritiken in Sachen Corona ausgesondert worden war aus dem herrschenden Trost der Medien, bis rüber zum Neuen Deutschland, die sagen, Dieter Hallervorden und die Hallervorden und Dieter Dehm greifen in den Gaza-Krieg ein und ähnliche Pseudo-Witze da reißen über den Song. Also, geht bei mir ist es bis zur jungen Welt, lass mich gerade die ganze Passage noch fertig machen, geht bis zur jungen Welt, die mich dann als politischen Nacktflitzer bezeichnen und Hallervorden als Opa. Der Kern bei diesem ganzen Ding. Ja, jetzt unterbreche ich schon wieder so häufig, aber bei der Jungwelt haben sie irgendeinen Praktikanten dran gelassen. Das kann kein richtiger Redakteur geschrieben haben, aber das passt auch so gar nicht zur sonstigen Linie der Jungwelt. Also, das ist wirklich komplett albern. Da haben die so eine DPA-Meldung abgeschrieben und da noch so ein paar Beleidigungen eingebaut. Ding ist, dass sie eine Respektlosigkeit in die ohnehin ungebildeten jungen Journalisten hineintreiben, die ihnen sagt, ihr müsst keine weiteren Bücher lesen, verlasst euch auf unsere herrschenden Nachrichten, keut sie immer schön wieder, dann seid ihr auf der sicheren Seite, eure Karriere ist gesichert. Und diese Respektlosigkeit vor der Lebensleistung von Dieter Hallervorden, der bedeutendste Theatermann Deutschlands oder einer der bedeutendsten Theaterleute Deutschlands ist, dessen Leistung in den letzten 150 Jahren nicht mehr gefunden werden kann, durch auch die Beeinträchtigungen, nicht mal von Karl Valentin, der, glaube ich, eines seiner großen Vorbilder ist. Er ist ja wirklich als Komiker unerreicht. Er ist als Schauspieler mit dem letzten Rennen und mit dem Honig im Kopf unerreicht. Er war erst der Intendant von drei Theatern. Und es gibt jetzt sogar schon Medien, die fordern, dass er die Subventionen gestrichen bekommt. So weit geht das. Das erinnert auch an den Fall Gero und auch an die Kontensperrungen bei dir und bei Paul. Also das sind die Methoden, mit denen jetzt Meinungen durchgesetzt werden sollen, aber sie erreichen das Gegenteil. Wir sind jetzt weit über 6 Millionen Zugriffe auf das Video, das ist etwa 10% der lesenden deutschen Bevölkerung. Jeder kennt das, jeder ist vielleicht übertrieben, aber jeder, mit dem ich so spreche, ob ich jetzt in der S-Bahn erkannt werde von jemandem, der mich dann anspricht, wie vorgestern, oder ob es Leute sind, die Mails schicken oder Simse schicken oder auf Facebook posten, jeder kennt dieses Gedicht. Es rüttelt auf, das sollte es. Es sollte auch an das Zentrum der Gesellschaft gehen. Es ist ein, wie ich hoffe, nicht agitatorisch plattes Lied geworden. Es ist nirgends eine Parole drin. Es ist die Frage. Und das soll kein Völkermord sein. Und dann wird eben gesagt, dass niemand als Terrorist geboren wird. Und es wird BlackRock im Video eingeblendet und es wird Rheinmetall eingeblendet als die, die mit kaltem Profitkalkül Bestien schaffen und damit verantwortlich sind. Ich habe gerade Gaza Gaza eingegeben und hier seht ihr das Gedicht tatsächlich auf dem Kanal von Dieter Dehm. Und hier seht ihr meine Reaktion auf die Hetze des RBB. Also schaut euch das Gedicht, wie gesagt, gerne an. Ich werde es jetzt nicht nochmal einblenden. Ich habe da schon zweimal darauf reagiert im Rahmen meiner Videos gegen den ÖRR. Ah, hier ist mein anderes. Also das wird personalisiert sein. Also wahrscheinlich werde ich mir selbst. Schaut euch das gerne an. Schaut euch das gerne an, das Gedicht. Sind für einen Teil des Terrorismus in der Welt, der von unten geht, im Unterschied zu dem Staatsterrorismus, der ja von den Mächtigen auch immer abschaltbar ist, während der andere in den Herzen nicht abschaltbar ist. Wir haben das ja am Beispiel eines Vaters, der sein totes Kind da in die Luft hebt und dann möglicherweise auch, wie das in dem Gedicht heißt, und wieder haben wir da einen, der nichts und nichts und niemand mehr schont. Also möglicherweise anfällig wird auch dann für Hamas oder Terrorismus und so. Aber dass das geschaffen wird mit kaltem Profitkalkül, das ist dort ausgedrückt. Von jemand, der wie es richtig in einigen Zeitungen steht, bei der letzten Landtagswahl noch für die CDU in Berlin seine Stimme und seine Wahlempfehlung abgegeben hat. Also niemand, der jetzt einmal wie ich aus dem marxistischen Becken kommt und wo man sowieso im Vorhinein ungefähr ahnen kann, was er kommentiert, nämlich Dieter Hallervorden. Und die Respektlosigkeit, mit der dann über den Opa Altherrenwitz, das erinnert an Altherrenschweiß und ähnlich prärassistische Konnotierungen, wie dann eben argumentiert, polemisiert wird, das ist das A und O.
dass erst einmal nicht Respekt herrscht vor der Lebensleistung, auch vor dem Alter, wenn ich das mal als alter weiser Mann sagen darf, und vor den Leistungen, vor dem Mut, den jemand hat, gegen den Strom zu schwimmen, und sondern dass erst einmal jeder flapsige Mensch, der mehr als 4 Worte zu Papier oder zu Monitor bringen kann, dann ermutigt wird, seinen seichten Scheiß dazuzugeben. Das hat sich umgedreht, indem eben jetzt doch deutlich wird, wir haben in etwa, sagen wir mal, 30-50-60%, die das Treiben der israelischen Armee im Gazastreifen für unmenschlich, andere sagen unverhältnismäßig, erhalten. Dann haben wir eine 30-prozentige oder 20-prozentige schweigende Gruppe, die, wenn du sie hier in meinem katholischen Dorf dann am Stammtisch triffst, erst nach mehreren Fragen sagen, was sie denken. Und das ist meistens gegen Netanjahu. Und dann hast du vielleicht 20%, die das verteidigen und toll finden, weil die westlichen Werte von Netanjahu vertreten werden und der weiße Herrenmensch eben gegen die Palästinenser verteidigt werden muss. Oder ähnliche Argumente oder so. Aber jedenfalls Dinge, wo man nicht das Gefühl hat, dass die wirklich wissen, was Selbstverteidigungsrecht Israels ist, weil wir mit Netanjahu die anti-israelischste Regierung haben ever. Das ist die, die dem eigenen Volk die längsten und schweren Schäden zufügen wird, noch über Generationen. Und diese Kinderfriedhöfe, die da im Gaza entstanden sind, werden Mahnmale sein. Und es wird sehr viel Nelson Mandelas brauchen und sehr viel ANCs brauchen, um dort wieder diese Schützengräben in den Herzen und Köpfen der Menschen zu schließen. Das ist das Wesen des Gedichts. Ich werde natürlich auch angerempelt. Dann kommt immer wieder Stasi-Spitzel. Wir haben das hinlänglich bewiesen, dass ich kein einziges Wort, auch kein aktenkundiges Wort über Biermann jemals dem Ministerium für Staatssicherheit verraten habe. Außerdem wusste ich gar nicht, dass diese langjährigen FDJ-Freunde, die ich da hatte, auch auf 2 Schultern getragen haben und da auch beruflich tätig waren. Das war auch tunlichst von denen vermieden worden, mir irgendwie mitzuteilen. Später habe ich dann eben rausgefunden in den Akten, dass sie das waren. Das wird mir angelastet, dass ich das nicht wissen konnte. Also das wird dann eher ins Spiel gebracht, als ob das irgendwas zu tun hat, was der 25-jährige Dieter Dehm gemacht hat, mit dem, was der 74-jährige Dieter Dehm geschrieben hat. Aber das wird da reingebracht. So etwa funktioniert das. Das tut mir alles jetzt schon nicht mehr weh. Da habe ich so eine seelische Hornhaut. Da bin ich in einigem Drachenblut gebadet. Aber es ist trotzdem schlimm, wie mit Dieter Hallervorden umgegangen wird. Gleichzeitig bekommt er von dem Jean Ziegler, dem wirklich weltberühmten Jean Ziegler, der Sonderbotschafter der Vereinten Nationen war und dann im Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen für die Lage der Ernährung in Deutschland, besonders für gegen Kinderhunger, war, bekommt er Zuspruch, er bekommt ein Schreiben. Dann kriege ich von dpa und anderen mitgeteilt, dass sie im Moment das nicht veröffentlichen wollen. Das heißt, da kommt ein Gruß indirekt von Antonio Guterres, mit dem ich ja auch sehr lange befreundet bin, seit er Minister in Portugal war, als ich noch in der SPD war und ihn da auch besucht habe und wir oft miteinander gesprochen haben, der heute UN-Generalsekretär ist und der wird quasi zitiert von dem Jean Ziegler, Professor Dr. Jean Ziegler. Und das findet dann in den Medien, darf in den Medien nicht stattfinden. Findet auch nicht statt. Das ist eine fulminante Erkenntnis, die wird mittlerweile sogar in den USA, an den Universitäten, wo ja gestreikt wird, mittlerweile gegen das Engagement der US-Regierung. Und das machen wir uns keine Illusionen. Das wird auch bei Trump nicht viel besser werden, wenn der es werden sollte. Von denen wird das aufgenommen. Die haben das zitiert, dass hier Jean Ziegler sich da zu Wort gemeldet hat. Und übrigens auch ein Freund von Che Guevara gewesen, der ist ja jetzt gerade 90 geworden, der Jean Ziegler. Aber in den deutschen Medien muss das unter der Decke gehalten werden. Es muss weiter draufgehauen werden. Jetzt merken Sie, Sie haben durch Ihren Gleichklang, also du bekommst ja Meldungen, Kevan, in denen du wirklich merkst, da hängen Roboter dahinter oder künstliche Intelligenz. Das sind dieselben Zeilen in verschiedenen Zeitungen, das sind dieselben Zeilen in bestimmten Posts auf Facebook und Twitter oder X und bei Instagram und anderswo, dieselben Zeilen vorgestanzt, die da kommen. Dass dieselben Typen aber erlauben lassen nicht zu, dass erwähnt wird, es sind weit über 6 Millionen, die jetzt Zugriff auf das Video haben und es läuft weiter viral durch die Decke und zweitens, die Mehrheit der Bevölkerung stimmt Dieter Hallervorden natürlich zu und deswegen soll er ja gemetzelt werden. Das heißt, das ganze Ziel ist, einen Mensch zu demontieren. Es geht nicht darum, dass es da eine Gruppe gibt, die mal einen Palästina-Kongress macht, der dann verboten wird und dann köcheln die in ihrem Bereich. Das ist eine Riesengruppe, das will ich nicht kleinreden. Aber es ist natürlich, es sind dann irgendwie Reichweite 20, 30.000, eine tolle Reichweite. Vielleicht werden sie auch 100.000. Es geht nicht darum, dass es da eine Palästina-Initiative gibt, die auch so eine Reichweite von ein paar Tausend hat. Es geht nicht darum, dass da etwas gepostet wird, wie wir das zum Beispiel machen, sondern es geht darum, dass hier ein Mensch, der im Zentrum der Bevölkerung steht, in den Herzen der Menschen steht, wie Dieter Hallervorden, gemetzelt werden soll.
Er soll mit seinen 88 Jahren vor aller Augen hingemetzelt werden. Das ist das Ziel. An einem Beispiel das zu zeigen, und dann ist es eben besonders schändlich, wenn außer der OZ, die jetzt heute mit ihren kleinen Mitteln da, glaube ich, einen sehr vernünftigen Artikel geschrieben hat, das ist die Zeitung der DKP, von links nur Scheiße kommt. Also ich habe nichts gehört vom BSW, mal irgendeine Solidarisierung mit Dieter Haller. Okay, ich bin noch kein Mitglied, ich habe nur Mitgliedsantrag gestellt, aber ich hatte es euch gerade gezeigt. Die tauchen sogar in der YouTube-Suche relativ schnell. Also ich hatte 2 Videos gemacht. Also wie gesagt, ich habe das Gedicht auch total gelobt. Also keine Ahnung. Vielleicht guckt Dieter Dehm sich bei den falschen Linken um. Also in dieser Situation, wo auch das BSW, gut, die stehen da schon überwiegend bei den Palästinensern, aber auch nicht so besonders hervorgehoben. Und es gibt von der Linkspartei ganz zu schweigen, es gibt von niemand da irgendeine Solidarität, wenn ein Mensch hingemetzelt werden soll und skandalisiert werden soll. Und darum geht es im Kern. Es geht gar nicht so sehr, dass bestimmte Inhalte, solange sie in kleiner Reichweite bleiben, angegriffen werden, sondern wenn das eine Riesenreichweite bekommt, dann kommt diese ganze Tatze, jetzt meine ich nicht Taz, obwohl die auch dazugehören, sondern die ganze Tatze der Hyänen, der herrschenden Hyänen zum Einsatz. Und das zeigt dann eben auch auch die Wirkung. Also man muss, glaube ich, viel mehr Solidarität organisieren. Und wenn ich das zum Abschluss sagen kann, weil du das ja auch angesprochen hast, ich erwarte, auch wenn ein Rechter angegriffen wird und wenn das mit unrechtmäßigen Mitteln passiert, dass die Unschuldsvermutung auch von der linken Seite deutlich eingefordert wird. Es gilt für den Gra, genauso wie für den Höcke, genau. Das hat Wagenknecht übrigens gemacht. Also als sie von einem Journalisten, darauf hat man auch reagiert, darauf angesprochen wird, was sagen Sie dazu, Maximilian Gra, fordern Sie seinen Rücktritt? Nee, Unschuldsvermutung gilt. Das ist genau die richtige Antwort. Also genau das macht das BSW, um das an der Stelle nochmal zu sagen. Genauso wie für den Bistron, genau wie für Ulrike Gero im Vorfeld, wo sie schon vorverurteilt wurde von den Medien, was es dann dem Gericht auch einfach gemacht hat, dieses Schandurteil zu sprechen. Oder wie bei Patrick Barb, es gilt erst einmal die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Die ist erst dann, wenn alle Instanzen durchsehen. Und das produziert ja auch Gegenöffentlichkeit, wenn man sich dann diese Gerichtsprozesse auch anschaut. Und also Respekt und Unschuldsvermutung sind die Dinge, wofür ich erwarte, dass aus der organisierten Politik mehr Einsatz erfolgt, weil es soll sich keiner sicher fühlen. Wenn die Methoden und die Messer eingeschliffen sind, dann werden sie auch das BSW treffen, dann werden sie auch Hans-Georg Maaßen treffen. Natürlich ist die Überlegung, dass möglicherweise jetzt dann viele Leute, die sonst AfD gewählt hätten, entweder Maaßen, weil er in der Gaza-Frage ja auch fest zur Fahne steht, der Herrschenden, oder BSW wählen. Keiner soll sich dazu sicher fühlen. Dieselben Methoden werden nach der Sachsenwahl und nach der Thüringenwahl auf alle niedergehen, wenn sie ihre Schuldigkeit in den Augen der Herrschenden getan haben. Dann werden sie mit denselben Unrechtsmethoden angegriffen. Deswegen wehret den Anfängen und seid wachsam, wenn der Respekt vor Menschen ruiniert werden soll und die Unschuldsvermutung und damit der gesamte Rechtsstaat zum Einsturz gebracht. So, Dieter, das war jetzt ein sehr langes Statement zu deiner Schlagzeile. Und da werde ich natürlich entsprechend darauf reagieren, bevor ich dann mit meiner Schlagzeile weitermache. Wir haben heute eh ein bisschen eine Sondersendung. Vielleicht im Vorfeld. Ja, deswegen, ihr könnt die Sendung ruhig länger machen, das stört ja auch keinen. Also meisten Zuschauer hören sich das doch, glaube ich, eh so nebenbei an. Also so ähnlich wie den anderen Podcast, den Paul Brandenburg ja auch macht. Meine Güte, dann ist die Sendung halt mal 20 Minuten länger, stört ja keinen. Über Israel zu reden, das ist für mich. Das ist echt ermüdend, weil ich habe das viele Jahre lang gemacht. Damit macht man sich ja keine Freunde, aber man macht sich nie Freunde, wenn man für Menschenrechte trommelt und der Gegner ist übermächtig. Deswegen möchte ich diesmal vielleicht direkt zu den Palästinensern sprechen. Lieber Palästinenser, die ihr mich jetzt versteht, weil ihr in Deutschland inzwischen wohnt oder hier sogar geboren seid, den üblichen Verdächtigen, und zwar auf beiden Seiten, sowohl den arabischen Staaten als auch dem Westblock, seid ihr total scheißegal. Ich muss es so sagen, ihr seid denen vollkommen wurscht. Ihr werdet nur benutzt. Das heißt, ihr Konflikt ist von beiden Seiten in irgendeiner Weise gewünscht. Man könnte den nämlich relativ schnell beenden. Ich habe es schon mal gesagt, wenn die OPEC-Staaten sagen würden, so, jetzt drehen wir mal den Ölhahn zu, und zwar so lange, bis das Land zurückgegeben wird und wir uns auf die Zwei-Staaten-Lösung geeinigt haben. Da gab es ja jede Menge Konzepte. Ich sage nur mal Oslo. Da wäre das in 2 Monaten erledigt. Da würden auch die Vereinigten Staaten sagen, die Versorgung mit Öl ist uns doch ein bisschen wichtiger, als ob da irgendwelche ideologischen Menschen in Israel sagen, die Bibel ist unser Mandat. Weil nur darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass man das Land nicht zurückgeben könnte. Es ist ja da. Ne?
Aber dass das nicht passiert, und zwar sowohl von der OPEC nicht als auch von der anderen Seite, die immer für Menschenrechte kämpft, aber gleichzeitig zusieht, wie ihr da hingemetzelt werdet, daran könnt ihr erkennen, dass ihr nur benutzt werdet. Und ich glaube, solange da etwas in dieser geopolitischen Konstellation sich gegenseitig behagt, wird sich da auch nichts ändern. Es gibt ja diesen schönen Spruch, das Engagement wächst mit dem Abstand zum Problem. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wenn ausgerechnet ich mich dazu äußere, dann bin ich ja irgendwie parteiisch. Vielleicht mal ganz kurz, warum ich das ein bisschen anders sehe und auch nur da sagen kann, hat keinen Sinn. Ich habe ja Verwandte in Teheran, weil ich habe einen iranischen Vater. Das sind Menschen, die sind Muslime. Ich habe Verwandte in Teheran, die sind haben den Islam als Hintergrundreligion, leben den aber so wie die meisten Christen in Deutschland, Christentum, die machen Weihnachten. Ja, übersetzt gesprochen. Sonst ist da nicht viel los. So, leben nicht nur in Iran, sondern leben überall. Die sind meistens Mediziner und die leben in Los Angeles, in Deutschland. Überall sind diese Menschen. Ja, so. Warum? Weil die immer vor der Regierung auf der Flucht waren, ob die jetzt der Schah von Persien waren. Die wollten auch nicht ins Land der Mullahs zurückkehren. Dann habe ich eine Menge Verwandte, die sind Baha'i. Das ist eine Religion, die wird im Islam nicht gern gesehen, weil die Baha'i-Religion verschiedene Teile von verschiedenen Religionen mischt. Das wird im Iran verfolgt, was ich gar nicht gut finde, kritisiere ich hier den Iran. Und was machen diese Menschen? Danke, Marcellus Wallace, für den Raid. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Gut, dass mich einer nochmal darauf hingewiesen hat. Vielen Dank. Ich mache gleich noch einen Shoutout an alle im Chat. Schaut gerne beim Marcellus Wallace vorbei. Ihr Headquarter in Haifa. Und im Witz, die sind alle nach Israel geflüchtet und wohnen in Haifa. Von da habe ich auch also Wurzeln nach Haifa. In meiner Verwandtschaft großmütterlicherseits gibt es auch Menschen, die jüdischen Glaubens haben. Ich habe sehr viele Verwandte, die leben in Los Angeles. Ich habe viele Verwandte, die leben in Hongkong seit den 50er Jahren und ich habe viele, die leben in Buenos Aires. Wo stehe ich jetzt? Ja, ich stehe immer auf der Seite der Menschen und mich interessiert einfach, wenn irgendjemand auf die Schnauze bekommt, der sich gar nicht wehren kann, wer sich da erhebt. Und deswegen, das ist meine Haltung. Ja, in meinem Ausweis, das habe ich schon damals versucht, als ich noch für die Deutsche Welle gearbeitet habe, habe ich versucht, das Wort Deutsch streichen zu lassen und gegen das Wort Mensch zu ersetzen. Das war so ein Statement. Ich wollte meinen Personalausweis Mensch reinschreiben lassen. Das ist mir nicht gelungen, aber es ging auch um eine symbolische Handlung. Und für mich ist das eben so, ich habe mich immer mit Underdogs identifiziert, mit Leuten, die sich nicht wehren können. Da habe ich immer nicht mich auf die Seite derer gestellt, die Gründe dafür haben, dass denen auf die Fresse geht, sondern ich habe gesagt, was geht denn hier vor und sind die, ist das Anliegen, was diese Menschen haben, ist das ein legitimes? Und das war genauso bei Malcolm X oder so oder allen Afroamerikanern. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen, ja, auch was Baldwin gesagt hat, zum Beispiel, I'm not your Negro, wir sind Menschen. Und wenn ihr uns in irgendeiner Weise als Untermenschen bezeichnet oder so behandelt, weil wir die falsche Hautfarbe haben, nicht eure Kultur haben und so weiter, die falsche Religion haben, dann stimmt bei euch etwas nicht, was umso bedenklicher ist, weil ihr euch ja immer darauf bezieht, ihr seid christlich-jüdischen Glaubens und das ist eure Kultur. Und da hat der Mensch vor allem etwas ganz Wesentliches, nämlich, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Das steht da so drin. So, und wenn ihr das nach außen predigt, dann möchten wir, dass ihr das auch so umsetzt. Und wenn es aber jetzt um Geld geht und imperiale Interessen, dann findet man immer einen Weg, dass man da um den heißen Brei herumlaviert. Das ist aber nicht neu. Und ich gehöre zu den Leuten, die das anprangern, übrigens genauso wie du, Dieter, oder in diesem Fall Dieter Hallervorden, oder natürlich auch der Kollege, den du gerade genannt hast, der lange für die United Nations gearbeitet hat. Ja, Siegler. Jean Siegler, den ich seinerzeit auch schon mal in Basel interviewt habe. Guter Mann, muss man dazu sagen. Ja, auch ein Humanist, der einfach sagt, wie wollen wir miteinander umgehen? Und da sind wir natürlich auch dabei. Was wir hier erleben im großen Stil, ist doch auch ein Konzept, wo es ums Geld geht, aber wo ein Menschenbild dahinter steht. Und zwar, dass die Leute mit Geld und Einfluss über die anderen richten können. Die gucken auf uns herab, für sie sind wir Menschenmüll. Und was ich sagen möchte, ist, es gibt immer wieder Leute, die haben ein Herz und sagen, kann ich das nicht machen, auch wenn mir dadurch irgendwelche Nachteile zuteil werden, weil ich komisch angeguckt werde. Da gehört für mich so jemand auch dran, also von Bonhoeffer bis Drewermann, die gesagt haben, es ist mir egal, ich spreche das auf, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Also das sind letztendlich Leute, die ihren Glauben tatsächlich leben, an das, was sie glauben, dass die Menschen gleich sind. Und wenn man dafür wirklich steht und sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, was ja nicht heißt, dass sie nicht angetastet werden kann, aber wenn das jemand tut, dann sollte ich aufstehen, das ist das Gewissen, und sagen, Entschuldigung, das geht zu weit. Und das macht ein Dieter Hallervorden, finde ich super. Die Frage, die ich mir stelle bei allem Applaus, ich kenne Dieter ja auch gut, finde ich super, ist, wo sind denn die anderen? Sag mal, wo sind denn die anderen? Wo ist denn Herbert Grönemeyer? Wo ist denn Reinhard May? Wo ist denn wieder mal Konstantin Wecker? Wo sind denn die anderen? Ja, so, wo sind die denn? Und dass die nicht da sind, hat damit zu tun. Wo ist irgendein junger Künstler? Also das ist mir ja auch schon beim Ukraine-Krieg aufgefallen, dass sich da kein junger Künstler mal raustraut und was dazu sagt. Da muss ein 80-jähriger Dieter Hallervorden was sagen. Also das ist ja überall so. Also die Alten, die trauen sich und die Jungen, die halten die Klappe.
dass sie ganz genau wissen, es gibt kein Feld, was so vermint ist, wie in irgendeiner Weise Israel zu kritisieren. Und das für mich wieder sagt, wir haben offensichtlich aus dem Dritten Reich und den Anfängen überhaupt nichts gelernt, denn wir sind jetzt total solidarisch mit denen, die damals geschädigt waren, wurden, ja, auch wenn die heute Opfer sind, also ihre Nachkommen Opfer sind. Und deshalb, dann habe ich aus dem Holocaust nichts gelernt. Ich war vor ein paar Tagen in einem Film, Zone of Interest, großartiger Film, aber sehr schwer zu ertragen. Da geht es um die Familie Höss. Und Herr Höss war ja der Lagerkommandant des bekanntesten Konzentrationslagers in Polen. Ja, genau. Und das wusste ich auch nicht. Ich habe sein Tagebuch gelesen, aber ich wusste nicht, dass die Gartenmauer direkt die Mauer des KZs war. Also das heißt, man riecht es wirklich. Man hört es, die Erschießung, das Geschrei, die Züge. Und währenddessen machen die da auf Friede, Feuer, Eierkuchen und ein schöner Garten und die Eltern, die Mutter kommt und alles ist ganz toll. Wie geht das? Und diese Abspaltung im Film, wo man eben sieht, die Höss leben ein friedliches Familienleben und die Kinder spielen mit alten Zähnen und so weiter. Und gleichzeitig steigt der Mann auf sein Pferd und geht dann 3 Meter in das Lager rein. Und was macht denn der da? Der wechselt da seine Haltung, beziehungsweise der ist ein liebevoller Vater, der liest seinen Kindern Märchen vor und danach geht er auf sein Pferd, geht ins Lager und verprügelt alles möglich, erschießt die Leute und ist eben extrem grausam, weil sein Weltbild so ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was soll uns der Film sagen? Der Film soll uns sagen, so waren damals Menschen. Die haben abgespalten. Und da habe ich mir die Frage gestellt, gilt das eigentlich nur für die Vergangenheit oder kann ich das auf die Gegenwart übertragen? Ja. Nämlich die Abspaltung hat ja überlebt. Und das ist, was ich sagen möchte. Man soll die Dinge nicht miteinander vergleichen, das mache ich auch gar nicht. Aber die Mahnung solcher Filme soll das sein, Achtung, was hat überlebt? Natürlich gibt es die Nazis so nicht mehr und den Holocaust gibt es so nicht mehr und das gibt es so nicht mehr. Aber die Abspaltung hat überlebt. Dass nämlich Leute ganz selbstständig gesagt haben, ja, ich bin liebevoll und gleichzeitig bin extrem grausam. Ich bin total akribisch. Gibt's so eine Geschichte, da werden Soldaten, es kann nicht sein, dass im Lager einfach irgendwelche Büsche schlecht behandelt werden. Der hat das Lager von innen verschönert. Das muss man, für die Pflanzen hatte er einen Blick oder er war liebevoll zu seinem Pferd. Aber für diese Personen, die ja für ihn keine Menschen waren, sondern irgendwelche Untermenschen, die können weg. Und das ist eine Haltung, die er damals verinnerlicht hat. Eine Abspaltung, die er in sich etabliert hat, natürlich auch durch Erziehung. Und das kann man immer wiederholen. Und das bedeutet auch bei uns, wenn wir über Israel reden, dann messen wir immer mit zweierlei Maß, und zwar mit dem Background des Holocaust, dass da ist denen so Grausames widerfahren, dass ich oft, wenn sie jetzt selber grausam bin, das mit übernehme, weil eigentlich ist das ja gerecht. Aber an wen wird sich da gerecht? Weil die Palästinenser, die nun gar nichts dafür können, die haben nur das Pech, dass sie in Palästina wohnen. Und das ist eben ein Land, was von verschiedenen, auch in der Bibel von verschiedenen beansprucht werden könnte. Ja, da rücken wir jetzt ein Auge zu. Und Palästina war ja nicht immer so, wie das jetzt ist, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, wenn man sich mit Ilan Pape beschäftigt. Also wenn man von Völkermord zum Beispiel spricht, wenn man sich mit der Geschichte Israels beschäftigt, muss man einfach sagen, die Gründung Israels 48 beginnt mit Vertreibung. Und zwar im ganz großen Stil. 750.000 Menschen wurden vertrieben. Und zwar von einer Splittergruppe, ja, Zionisten, die man nicht verwechseln darf, nur mit Juden, weil es gibt auch christliche Zionisten. Das ist ja auch der Halt in den Vereinigten Staaten. Die sagen, ja, Bibel und so weiter haben wir mit zu tun. Sieht der Kolonialismus hat auch mit uns zu tun, weil wir ja auch Sieg der Kolonialisten sind. Das heißt, die großen imperialen Mächte sind ja auch Sieg der Kolonialisten. Was die Franzosen in Afrika machen, was die Amerikaner an den Ureinwohnern getan haben oder was wir in Australien, das ist Teil unserer DNA. Und wenn wir die jetzt anklagen, dann klagen wir uns eigentlich selber an. Also das wollen wir eben nicht. Da wollen wir nicht genau hingucken. Und wir sagen ja auch immer, ja, christlich-jüdische Werte, alles ganz super, aber dann wenden wir doch mal das Menschenbild auch tatsächlich an, weil das sind für mich die Werte, das Menschenbild. Und das christlich-jüdische Menschenbild ist, alle Menschen sind vor Gott gleich. So, aber in diesem Fall sagt man, ja, aber die müssen weg. Das ist im Grunde das Ähnliche nach dem Motto, das ist nicht so schlimm. So, und das heißt, wir haben nicht wirklich was gelernt. Und ich glaube, dass alle, die sagen, ja, das kommt schnell in den falschen Hals, und es ist auch so, weil es gibt immer noch Leute, die sind wirklich Antisemiten, es gibt solche, sind Gott sei Dank in der Minderheit und die können dann über dieses Ding wieder sagen, dass sie morgen irgendwelche jüdischen Geschäften was einschlagen können. Aber wenn ich wirklich daran glaube, dass die Menschen gleich sind, dann muss ich sagen, ja, aber auch die Palästinenser. Und ich glaube, was viele, die immer sagen, die sich raushalten, was vielen helfen würde, ist, wenn sie einfach nochmal nur, und zwar jetzt, aktuell, 2 Wochen im Gazastreifen leben, dann hätte sich ihr Weltbild geändert. Das ist bei Juden, das ist bei Blüm ja damals so. 2 Wochen im Gazastreifen und sich dann die Frage stellen, ob die Verhältnismäßigkeit stimmt und wen es da eigentlich trifft. Weil es ist natürlich klar, da ist eine unglaubliche Wut, wenn die Hamas, die ja von Israel aufgebaut und finanziert wurde, wenn die an einer der bestbewachtesten Grenzen über mehrere Stunden, das sind alles Fragezeichen, in Israel morden und brandschatzen kann und schreckliche Sachen macht, da ist klar, dass Leute sagen, wir haben unsere Familie verloren, da gab es böse Sachen. Wenn man jetzt auf Rache umschaltet, auf Blutrache umschaltet und wie Netanyahu sagt, die Bibel ist mein Mandat,
Da haben wir nicht so ein Problem damit, wenn aber jemand sagen würde, der Koran ist mein Mandat, dann sehen wir da eine Radikalisierung drin. Da sehen wir auch schon die zweierlei Maß. Aber wenn wir dann sehen, dass die israelische Armee einem Volk gegenübertritt, was ja gar keine Armee hat, also gar es gibt ja keine palästinensische Armee. Das ist ja nicht so wie, was ich, Russland, die Ukraine, da gibt es ja so eine Art von Armee, da hat es nie eine Armee gegeben. Und das, wenn sie dann die Terroristen nicht fangen, und die Terroristen sind alle in Palästina, in bombardierten Palästina groß geworden. Keiner, der heute ein Terrorist ist, kommt von außerhalb. Das sind keine Söldner. Das sind gebürtige Palästinenser, die in dieser Region groß geworden sind. Und jeder von denen kann sagen, große Teile meiner Familie hat man ermordet. Die sind auf Rache gebürstet. Das kriegst du auch nicht raus. Weil die sehen, sie sind von der Welt verlassen. Das stimmt ja auch einfach. Weil da wurde ja verhandelt und verhandelt. Es geht immer um Land. Und es wird immer weniger Land für die Palästinenser. Ja, es gab ja die Lösung in Oslo. Es gab einen Arafat, der war säkular. Aber mit denen wollte man nicht reden, weil man mit ihm reden konnte. Das ist ja genau, was wir Leute verstehen müssen. Die Israelis oder die Regierung ist immer an Radikalen interessiert, um später sagen zu können, mit denen kann man ja nicht reden. Wenn also jemand kommt, mit dem man reden kann, dann lässt man ihn an der langen Hand verhungern und baut die anderen auf. Das hat Netanyahu selber gesagt, um sagen zu können, ihr seht es, es sind ja Radikale, damit ein, was ich, Reichel sich drauf beziehen kann oder Maas. Für mich ist das insofern alles verloren. Maßen überall, alle Maßen überschätzt. Warum? Weil sie es besser wissen. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie haben ja hoffentlich auch ihren Ilan Pape, ihren Schlomo Sand und so gelesen, ja, oder bei Petra Welt. Sie wissen das. Es ist jetzt nicht neu, dass Israel, so wie wir es heute kennen, nicht schon immer so da war, sondern dass es 48 entstanden ist und diejenigen, die es gegründet haben, wurden seinerzeit von der britischen Mandatsmacht als Terroristen gesucht. Die haben also selbst durch... Also dafür, dass Kevin eigentlich nicht über Israel sprechen wollte, weil ihn das ermüdet, kann er ja doch ganz schön reden. Aber ja, ist auch gut, dass er trotzdem weiter drüber redet, obwohl er immer das Gleiche ist. Aber die einzig wirksame Rede ist die Wiederholung. Das ist leider so. Wenn du Dinge nicht häufig genug wiederholst, dann kommst du nicht vor. Also du musst den Leuten immer wieder das Gleiche erklären, wenn sie es nicht verstanden haben. Also... Terror den Staat geschaffen. Ich habe dafür sogar noch, in Klammer, Verständnis, weil nach dem, was die Juden über Jahrhunderte erlebt haben, gesagt, so, wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen und so weiter. Aber ich erinnere an die Korrespondenz damals auch, ja, zwischen den europäischen Zionisten und denen, die in Israel waren, dass es dort hieß, die Braut ist schön, aber schon verheiratet. Da wohnen schon Leute. Das ist kein menschenleeres Land. Aber man hat gesagt, ja, aber die da wohnen, das sind gar keine Menschen. So rum kann man das machen. Oder aber, um mit Morris zu sprechen, dem israelischen Historiker, wenn man ein Omelett machen will, muss man Eier zerschlagen. Das ist deren Menschenbild. So. Und dass das den, das führt ja auch in Israel zu einer, zu etwas, wo ich sagen kann, ich habe Israel früher bereist, ich mache es nicht mehr, ich fahre nicht mehr hin, weil es ist mir unangenehm. Das ist wie ein, das ist so, wie wenn ich will das gleich wieder nennen, aber es gab ja mal Zeiten, dann ist man zu den Olympischen Spielen gefahren, hat sich das schön gesehen. Ich kann das nicht. Ich bin dafür zu gebildet. So, das, was dort passiert, ist auch schlecht für die Israelis, weil es wird eine Gesellschaft, die immer mehr radikalisiert wird. Und dieser Rassismus gegen andere, also gegen in diesem Fall Palästinenser oder Araber ganz pauschal, der trifft ja auch sehr viele Juden inzwischen mit dunkler Hautfarbe. Es gibt ja auch Israelis oder Juden aus Äthiopien, die sind ja dann auch wieder Juden zweiter Klasse. Das heißt, das ist sogar im Land gar nicht gut. Das heißt, da werden immer mehr religiöse Fanatiker, die kommen da an die Macht, gegen die du keine Politik machen kannst, die eben sagen, wir bauen hier in Siedlung, ist zwar illegal, aber diejenigen, die uns dabei unterstützen, kriegen dafür unsere Stimme bei der Wahl. Das ist ja alles irre und hat dazu geführt, dass Israel heute, und das ist ja nur traurig, eins der unsichersten Länder überhaupt ist für Juden. Und jemand, der irgendwie halb intellektuell ist, Der geht ja da weg. Die sind viele, auch ein Noam Chomsky hat ja Einreiseverbot, die gehen ja weg. Wenn man also religiös fanatische Menschen, und zwar spielt es keine Rolle, welche Religion, wenn man die irgendwie mit weltlichen Dingen überzeugen will, scheitert man. Das scheitert man genauso wie bei den Mullahs. Das ist im Grunde genommen, ist es so ähnlich. Wir haben recht, die Bibel, der Koran, der Mahdi, wer auch immer, Amazon. Und da kannst du nicht mehr argumentieren. Und was ich eben so bitter finde, ist, ich kenne eine Menge junge Palästinenser hier, die gesagt haben, egal was du machst, das sind alles immer nur irgendwelche Wortschöpfungen oder irgendwelche bekennt, was man machen müsste. Aber wir als Deutsche und ich als Deutscher mit iranischen Wurzeln, ich würde mir etwas anders wünschen. Und zwar eine Aufrichtigkeit. Und das ist etwas, das ist noch schwerer zu bekommen als Diamanten oder Gold zu schürfen. Ich sehe hier keine Aufrichtigkeit bei den sogenannten Intellektuellen. Manchmal, interessanterweise, kommt ein scharfer Artikel bei der Taz. Interessant, dass die Art der die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ist. Natürlich ist die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht gewahrt. Wenn man sich überlegt, der Gazastreifen ist eins der dicht besiedelsten Gebiete der Welt. Und da Bomben drauf zu werfen, und zwar in einem Ausmaß, wie was an Vietnam erinnert, damit triffst du bestimmt nicht nur Terroristen.
Und übrigens, Terrorismus wirst du nicht dadurch los, indem du Terroristen bombardierst. Das schaffst du nur mehr. Weil jeder Vater, der bisher kein Freund der Hamas war, ist dann einer, wenn seinem Sohn der Arm runterhängt und die restliche Familie ist tot. Dann sagt er, da war er vielleicht kein Freund der Hamas. Und dann wird die Hamas seine nächsten Kinder oder ihn... Ja, wann ist die Hamas entstanden? Während der ersten Intifada unter israelischer Militärbesatzung. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dadurch, dass man jetzt zehntausende Zivilisten tötet, dass man Bomben wirft, würde man die Hamas loswerden. Natürlich eine neue Militärbesatzung. Die Hamas ist unter Militärbesatzung entstanden. Sie wird nicht unter israelischer Militärbesatzung wieder verschwinden. Ich glaube, das ist jetzt schon selbst lange vor Ende dieses Krieges in Gaza klar. Auch wenn Israel diesen Krieg gewinnen wird, ist das nicht das Ende der Hamas. Ihn sogar anwerben, das hast du jetzt davon. Warum passiert das? Ich habe das Gefühl, dass die andere Seite das sogar will und dass sie Tatsachen setzen möchte. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe vor vielen Jahren einen Beitrag geschrieben, für den ich auch auf die Mütze bekommen habe, nämlich da hieß zionistischen Rassismus. Es gibt im Zionismus eben auch ein Weltbild, was sich nicht so stark von Herrenrasse unterscheidet. Wir sind auserwählt, wir dürfen das und die anderen können weg. Und mit diesem Weltbild tut man niemandem einen Gefallen, auch sich selbst überhaupt nicht. Ja. Und ich kann nur sagen an alle, die sich darüber Gedanken machen, es wird Zeit, dass wir einräumen, dass eine traumatisierte Bevölkerung und ein traumatisiertes Volk, was Jahrzehnte, jahrhundertelang Opfer war, trotzdem Täter werden kann. Und man hilft einem solchen Volk nicht, indem er sagt, also, das müssen wir nicht ansprechen. Und das würde ich mir wünschen. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir sagen, wenn wir wirklich Interesse haben an Israel, weil dieser Staat hat so gar keine Chance, ja, dann sollten wir sagen, Freunde, ihr seid wie ein extrem verstrittenes Ehepaar, bei dem das eine, wo ihr beide, der eine haben Keulen und die anderen haben Panzer, das wird aber nie friedlich. So, das ist ein Land, zu dem ich nicht empfehlen kann. Was könnte es denn sein? Das könnte doch etwas anderes. Das alles auf biblischem Boden, was sich alles auf Gott und Liebe und so weiter und Respekt beruht. Was ist denn hier los? Und dass wir uns an den Tisch setzen und sagen, Freunde, wir können das so nicht mehr machen. Das würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, da bin ich wieder bei den Palästinensern, ich glaube, dass es nicht geschehen wird, weil es gibt eine Branche, die an diesem Konflikt so richtig verdient. Und das ist die Waffenindustrie. Und die ist so groß. Und die hat an diesem Konflikt sogar insofern ein Interesse, dass man sogar sagen kann, diese Waffen sind combat-proof, die haben sich in Palästina bewährt. Du kannst sie jetzt auf der Waffenmesse in X kaufen. Das ist das Problem. Also das ist ja das, was wir auch im Gedicht drin haben. Wir haben das Video ja gedreht. Das ist überwiegend in dem Team Hallervorden entstanden. Und an der Stelle, wo es heißt, die, die aus kaltem Kalkül Bestien schaffen, seien verflucht. Und dann wird eingeblendet BlackRock und Rheinmetall. Das ist, glaube ich, wie du völlig richtig sagst, der Kern davon. Ich glaube, dass zu diesem ganzen Bild auch zählt, dass dieser Menschbegriff, der dann unterteilt wird in Herrenmensch und Untermensch, ja nie offen ausgesprochen wird, aber immer auch dort besonders greift, wo Menschen nur ihre Arbeit haben. Und die werden dann immer als Eliten und Herrenmenschen gesehen, die eben wie Rheinmetall und BlackRock die großen Produktionsmittel besitzen. Das macht mich auch in meinem Marxismus eher stärker. Man muss mal überlegen, wann hat irgendjemand, der jetzt uns zuschaut, jemals irgendetwas über die Gewerkschaften in Israel gesehen, die übrigens keine rassistischen Barrieren haben. Das sind genauso palästinensische Menschen wie jüdischgläubige Menschen und andere in diesen Gewerkschaften. Und hat noch niemand über deren Tarifauseinandersetzung, deren Lebensstandard und so weiter irgendeine Nachricht in den herrschenden Medien bekommen. Das wird völlig ausgeblendet. Also du hast eine durchgängige Herrenmensch-Ideologie tief verwurzelt in den Medien, dass sie gar nicht fragen nach den Arbeitsbedingungen. Oder die Kommunistische Partei Israels, die mittlerweile einer harten Repressionswelle ausgesetzt ist. Also die einzige Demokratie im Nahen Osten, die geht ziemlich brutal gegen Opposition, die sich zu dem gerade in Gaza laufenden Krieg kritisch äußern. Also das, das sind ja die Verhältnisse in Israel, über die hierzulande nicht so gerne berichtet wird. Bedingungen und dem sozialen Alltag in diesen Ländern und die Unterscheidung zwischen Netanjahu und den Teilen des israelischen Volks, die damals Yitzhak Rabin gewählt haben, der von einem fanatischen Israeli dann ermordet worden ist für seine Friedenspläne. Also wir sehen in unserem Nachschlagexpress heute, dass wir leider auf Paul ja verzichten müssen, den wir von dieser Stelle natürlich die beste Besserungswünsche zusenden. Der ist nun wirklich schwer krank und ich hoffe, dass er sich bald erholt, weil es ist mit ihm eben doch noch schöner mit unserem Nachschlagexpress. Und Paul hat auch gelegentlich ja gerade zu Israel etwas andere Meinungen als wir beide. Ich finde nur, es gibt auch Hoffnungs
Schimmer, das jetzt an den Eliten. Wohl, selbst Paul Brandenburg jetzt angesichts des israelischen Vorgehens in Gaza sagt, ja, das, was Israel da macht, das geht zu weit. Also man kann ja grundsätzlich der israelischen Politik sehr positiv gegenüberstehen, aber dann diesen Krieg da in Gaza verurteilen, weil der wirklich über alles hinausgeht, was Israel in der Vergangenheit gemacht hat. Das, also über 30.000 tote Zivilisten in kürzester Zeit, mehr als dreimal so viel wie im Ukraine-Krieg in über 2 Jahren, das ist schon eine eigene Hausnummer, wenn man das auch mit anderen großen Konflikten vergleicht. Ja, aber trotzdem, ich würde tatsächlich sagen, das ist die Schlagzeile der Woche. Ich würde sagen, die Medienhetze gegen Dieter Hallervorden angesichts, wie gesagt, des sehr vernünftigen Gedichtes über den über den Krieg in Gaza, das ist wirklich die Schlagzeile der Woche. Hier hat Dieter dem, glaube ich, ja, das Elend der deutschen Medienlandschaft an einem Beispiel mal gut auf den Punkt gebracht. Finde ich gut, dass Dieter dem Dieter Hallervorden das Gedicht rausgebracht haben. Finde es schade, wie unsere Medien darauf reagieren, aber es war erwartbar. Also das wussten die beiden, dass da so eine Hetzkampagne kommen würde und jetzt stehen die das relativ gut durch. Also weder Hallervorden noch dem rudern in irgendeiner Art und Weise zurück.